Schellenbacher, ich FPÖ. Auch einen Beitrag leisten, das zu entmystifizieren. Ich muss auch in die Kerbe des Kollegen Bacher schlagen. Also ich bin mir ganz sicher, ich habe selber einen Teil der Anlagen gebaut. Kein grüner Landesrat und kein schwarzer Landeshauptmann schaltet hier irgendwie in der Zentrale in Inzersdorf an den Lufthunderter, sondern vielleicht zur ergänzenden Erklärung. Die Anlagen funktionieren in 5 Bundesländer mit einem System, das ist ein Algorithmus, und daher ist auch nicht nur die Messstelle so wichtig, sondern hier wird zusammengesammelt von den Verkehrsbeeinflussungsanlagen die tatsächlichen Verkehrsaufkommen, Lkw, Pkw, Bus und Motorräder. Dazu wird dann gemessen die Umfelddaten, die Wetterstationen, ein eigenes Windprogramm und darüber hinaus, dass man von der Autobahn wegkommt, die dezentralen IG Luft Sanierungsstationen. Und daher, es ist ganz, ganz sichergestellt, dass hier diese Schaltungen ordnungsgemäß funktionieren. Das Einzige, was aus meiner Sicht verbesserungswürdig ist, es geht nicht um die Kompetenz, aber die Bundesländer legen einen Schwellwert fest. Der Schwellwert ist ein Teil dieses Algorithmus, und dieser Algorithmus ist am In Tirol ist er überhaupt, haben wir dynamisch 100, also da gibt es diesen Schwellenwert nicht. In Oberösterreich auf der A1 haben wir einen Schwellwert von 35, da sind wir kombiniert mit der VBA-Anlage bei ungefähr 70% 100. Das heißt zwar 50% durch die IG Luft, aber 20% durch die Verkehrsbeeinflussungsanlage und die damit verbundene STVO, Stau- und Verkehrsaufkommen. Bei der Umfahrung Graz auf der A2, A9 haben wir eine 100er Häufigkeit von 30-50%. Also das ist eigentlich das Gebiet, wo man am schnellsten fahren kann. Die ASFINAG dokumentiert das eigentlich auch eigenständig mit einem Monitoring. Und hier in Wien, Großraum Wien, hat man überhaupt auf die Anlage IG Luft verzichtet. Hier gibt es die Verkehrsbeeinflussungsanlage und man fährt hier die normale verordnete Geschwindigkeit. Mein Vorschlag, was wesentlich zu verbessern wäre, ohne dass hier ein Grenzwert überschritten wird, die Schwellwerte könnten angehoben werden, weil die Reserve, bis die IG Luft anschlägt, ist auf 20-30%, und ein etwas höherer Schwellwert würde die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs verbessern, weil man eben öfter 100 fahren kann. Und was wirklich essentiell ist, und das ist ein Thema, der Herr Kollege Bacher hat es angesprochen, der Messzyklus von einer halben Stunde. Wenn ich heute hergehe und ich starte in Graz einen Autobus, und der steht an einer Stelle, der ihm wirklich günstig ist, um eine Schaltung auszulösen, und der ist nach 3 Minuten weg, habe ich bei einem Schaltrhythmus, bei einem Messzyklus von einer halben Stunde 1 Stunde 100. Der Bus ist nach 3 Minuten weg, man könnte wieder 130 fahren, und das ist eine Sache, die ASFINAG hat lauter gleiche Anlagen geschaffen, die sind dynamisch, und dieser Schaltzyklus und Messzyklus, wenn man den verkürzt, dann könnte man, ohne dass die Umwelt leidet, ohne dass irgendetwas Nachteiliges passiert mit Feinstaub und Ähnlichem, viel öfters 130 fahren, und das wäre meine Bitte, dass man das vielleicht berücksichtigt. Dankeschön.